Hallo, diesmal würde ich euch gerne meine Kakaokartensammlung zeigen. Ja, hier habe ich jetzt schon mal einen Berg an Kakaokarten, aber ich werde sie euch mal alle einzeln zeigen. Ich habe auch überhaupt keine Reihenfolge oder so. Früher hatte ich sie mal in chronologischer Reihenfolge, wie ich sie halt bekommen habe, immer geordnet. Aber seitdem ich ein paar raus und in mein Regal gestellt und so habe, habe ich eigentlich keine Ordnung mehr. Ich habe sie jetzt auch nicht nach Thema geordnet, weil ich mir dachte, so ist es eigentlich interessanter, wenn sie ganz bunt kommen. Dann versuche ich mal den Stapel wieder aus dem Weg zu räumen. Okay, dann geht's mal los mit den ganzen Kakaokarten, die ich bekommen habe. Zum Schluss zeige ich dann noch meine eigenen, beziehungsweise die, die halt noch bei mir geblieben sind. Das sind nicht mehr viele. Thank you.
das jetzt auch schon mit den Karten, die ich so bekommen habe. Jetzt habe ich noch ein paar von meinen Karten, allerdings nur noch recht wenige, weil die meisten habe ich schon vertauscht. Und ja, somit sind natürlich auch noch eigentlich hauptsächlich die nicht so schönen da, die noch keiner wollte. Aber ja. Wenn ihr Interesse an einer Karte habt, könnt ihr euch auch gerne melden. Die tausche ich natürlich sehr gerne. Also zuerst sind das jetzt noch drei, die eigentlich schon vergeben sind, aber die hat sich irgendwie, ich glaube, die waren für Diamantenstaub oder so. Ich bin mir jetzt gerade nicht mehr sicher, aber jedenfalls habe ich sie so oft nochmal angeschrieben und sie hat sich aber irgendwie nicht mehr gemeldet. Naja, also hier haben wir zuerst mal, ja, es sind viele Fotokakaokarten dabei jetzt. Meine Einhorntränenflasche. So, dann kommen jetzt noch die ganzen freien Karten, die ich noch habe. Ich habe auch noch mehr von den Fotokarten. Aber die habe ich zum Teil noch nicht ausgeschnitten und auf den Karton geklebt. Aber ich glaube, die habe ich auch auf meinem Blog fotografiert. Das ist hier das Original von dem Wolf. Eine Collage zum Thema Wasser. Dann hier ein paar hässliche Schlüsseldrucke. Wobei, die mag ich eigentlich noch ganz gern. Lucy aus Elfenlied. Die hätte eigentlich auch mal irgendwer bekommen, aber die hat sich dann, glaube ich, auch nicht mehr gemeldet. Aber das ist schon ewig her. Also die wäre so auch wieder frei, würde ich mal behaupten. Und das ist ja so ziemlich meine Lieblingskarte, die gebe ich auch nicht her. Das ist Koroneko und die mag ich ziemlich gern. Das war eine Szene aus dem Anime. Und irgendwie, das fand ich so süß, dass ich die unbedingt zeichnen musste. Eine Luna. Und noch ein Fotokakao. Ja, dann bin ich jetzt auch durch. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und ja, wie gesagt, wenn ihr eine von meinen Karten tauschen möchtet, könnt ihr mir gerne in die Kommentare schreiben.